Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus. Ich darf heute mit Manuel Schönthaler sprechen. Manuel habe ich indirekt kennengelernt bisher. Manuel hat ein eigenes Podcast-Format, Just Fucking Do It, und darüber werden wir heute sprechen. Und ich freue mich sehr, wir haben eigentlich nichts vorbereitet, kein Vorgespräch gehabt, und ich freue mich einfach, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, wirklich tolle Menschen zu Wort kommen zu lassen, die einfach tolle Ideen haben, in die Zukunft schauen, nach vorne denken und sich vor allem mit dem Menschen und mit dem Sein beschäftigen. Aber magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, lieber Thomas, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Also ich finde es total schön, dass wir uns hier treffen und das alles so spontan machen dürfen zusammen. Und ich bin auch total dankbar, dass ich solche Menschen wie dich jetzt genau in solchen Zeiten treffe. Ich bin der Manuel Schönthaler, ich bin 41, arbeite als Coach und psychologischer Berater und arbeite mit Menschen daran, in ihre Kraft zu kommen. Thema Empowerment, und zwar was das Thema Berufung betrifft. Ich habe selber so eine Geschichte hinter mir, wo es auch darum ging, in meine Berufung zu finden. Wir hatten es gerade kurz in dem lockeren Vorgespräch davon. Und das ist auch das, was ich in meinem Just Fucking Do It Format erzählen möchte, wie Menschen in ihre Kraft kommen. Okay, und was mich jetzt wahnsinnig interessieren würde, du hast ja einen sehr, sehr, ja, nicht, sagen wir mal, einen sehr nicht linearen Weg hin zu dem, was du jetzt tust. Magst du mal so ein bisschen so die Stationen mir aufzeigen, die wichtigsten aus deiner Sicht? Wo soll ich denn anfangen, Thomas? Ganz von vorne, wenn du magst. Ganz von vorne, haben wir so viel Zeit. Dann fange ich mal an der Stelle an. Also ich habe ganz lange im IT-Vertrieb gearbeitet. Im Prinzip waren das 15 Jahre, wo ich da meine Karriere verfolgt habe, im Hamsterrad, wie ich es heute sagen würde, drin saß. Habe als Account Manager angefangen in einer Firma, war am Schluss dann als Vertriebsleiter dort tätig. Dann hat sich in meinem Leben einiges geändert. Ich habe mich damals von meiner Ex-Frau getrennt. In der Firma hat sich einiges verändert und da hat es dann für mich nicht mehr gepasst. Ich bin dann da rausgegangen und war dann arbeitslos tatsächlich. Bin aus München weggezogen, bin damals nach Berlin gegangen, habe dort meine Freiheit gesucht sozusagen und habe dann einen spannenden Arbeitgeber kennengelernt. Da hatte ich dir gerade schon kurz was erzählt drüber, ein US-Unternehmen im Bereich Cybersecurity, wo ich wahnsinnig viel Verantwortung getragen habe. Ich habe dort das Deutschlandgeschäft aufgebaut, habe unfassbar viel Geld verdient, 160.000 Euro im Jahr. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Geld verdiene, aber habe dort auch mit Menschen zu tun gehabt, ja, die für mich so eine moralisch grenzwertige Welt wiedergespiegelt haben, wo es viel mehr um Macht und Geld ging aus narzisstischen Beweggründen und weniger daraus, was kann ich mit wie Geld denn Gutes tun, obwohl das die Message war, die so ein bisschen hinter diesem Thema Cybersecurity stand. Mhm. Und da hat sich bei mir im Kopf dann einiges verändert in dieser Zeit. Okay, und hast du da so ein Schlüsselerlebnis, von dem du mir erzählen könntest, so einen ganz klaren Cut, wo du gemerkt hast, hier ist Schluss, ich muss anders weitergehen? Vielleicht nicht dieses eine Schlüsselerlebnis, sondern es war ein Prozess. Also wenn ich jetzt so über die Frage nachdenke, muss ich sagen, ich habe eigentlich schon, als ich dort angefangen habe in der Firma, gewusst, dass es das nicht ist. Mhm. Und zwar innerhalb der ersten Wochen hatte ich ein Erlebnis, da hatte ich meine erste Geschäftsreise, alleine in die USA geflogen, in Orlando in einem großen Hotel, wo eine Riesenveranstaltung war mit 1000 Menschen, die da in einer Woche Cybersecurity-Schulung bekommen haben. Ich saß da an einem riesengroßen Eichentisch mit amerikanischen wichtigen Managern und kam mir vor wie in so einem Film und habe da schon irgendwie gemerkt, so ich fühle mich hier irgendwie fremd. Es war irgendwie seltsam und zwei Kollegen haben mit mir zeitgleich angefangen, die beide total, ich sag's einfach mal, machtgeil waren und ich habe schon gemerkt, nee, das bin ich nicht, ich trage gern Verantwortung, ja, ich baue gern Sachen auf, ja, ich möchte auch gerne, bin's mir selbst wert, viel Geld zu verdienen, aber ich bin keiner, der dafür über Leichen geht. Mhm. Und wie bist du dann weitergegangen? Wie hast du dich dann sozusagen aus diesem
Rädchen Stück für Stück befreien können? Also erstmal habe ich die Zeit dort genossen, weil es neue Erfahrungen waren für mich. Also es war wahnsinnig spannend. Ich habe unfassbar tolle Leute kennengelernt, also im Bereich Cybersecurity, Menschen, die große Firmen vertreten haben, die wichtige Aufgaben hatten. Ich hatte mit Strafverfolgungsbehörden zu tun, mit Geheimdiensten, Militär und so weiter. Ich habe da Stories und Geschichten gehört, was man alles hacken kann und was da alles passiert, wo manch andere nur aus irgendwelchen Krimis oder aus irgendwelchen Verschwörungstheorien irgendwie kennen und ich dann irgendwie herausgefunden habe, okay, das passiert halt wirklich. Das fand ich super spannend und hat mir auch gut gefallen, auch die Verantwortung, die ich getragen habe. Aber mir hat eben nicht gefallen, dass ich halt für Menschen arbeite, die das halt aus Beweggründen machen, die ich selber nicht vertreten kann. Mir ging es immer um die Mission, mir ging es immer darum, was zu gestalten, was Großes, auch von Bedeutung. Und die Bedeutung war eben für mich in Deutschland, was dieses Unternehmen aufzubauen in einer Form, wie es zu der Zeit noch nicht präsent war. Und das war dann so ein Prozess, wo ich eben, ja, da hat mir Spaß gemacht, das aufzubauen. Ich habe aber auch gegen viele Widerstände gekämpft, weil ich natürlich ja Sachen in Deutschland etablieren wollte, im deutschsprachigen Markt, in deutscher Sprache, was für die Amerikaner natürlich auch immer, ja, warum können wir das jetzt nicht in Englisch machen, und ist ja alles erstmal kompliziert. Hat aber trotzdem, ist es viel dadurch entstanden, viel möglich geworden durch mich. Aber ich bin halt auch an Widerstände gestoßen, wo ich gemerkt habe, nicht alles, was ich da so im Kopf habe, ist auch unbedingt das, was die Chefs gerne sehen möchten. Und ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal da insistieren, weil du bist ja noch etwas ausgewichen. Du hast gemerkt, du warst dabei, etwas sehr Großes zu schaffen. Ich musste da jetzt auch lustigerweise gerade an die Biografie von Edward Snowden denken, der ja auch so eine unglaubliche Faszination hatte für die IT, für Internet, hat das ja auch als eigentlich das demokratischste Konstrukt gehalten. Oder fand das immer, bis er dann sozusagen selber auch für Geheimdienste angefangen hat zu arbeiten und gemerkt hat, oh, dieses sehr demokratische Konstrukt, in dem man sich da bewegen kann, oder dieses Potenzial, wird jetzt aber transformiert in etwas, was die Menschen einschränkt. Also genau das Gegenteil von dem, was es eigentlich mal war ursprünglich. Ne? Und das hast du ja dann ähnlich erlebt eben in deinem Beruf. Ne? Aber Wie bist du dann weitergegangen, als du gemerkt hast, ich kann das mit meiner Moral, mit meinem Sein nicht mehr verbinden, diesen Beruf? Wie hast du die Kraft gefunden, dann sozusagen den nächsten Schritt zu machen? Und magst du mir erzählen, was der nächste Schritt war für dich dann beruflich in deinem Leben? Sehr gerne. Hast du schön formuliert. Gefällt mir richtig gut. Ich habe natürlich irgendwo versucht, auch als ich schon gemerkt habe, dass mir Steine in den Weg gelegt werden, das irgendwie weiterzumachen, weil mir hat es ja Spaß gemacht, was ich da tue. Ich habe gerne viel Geld verdient. Und ich glaube, ja, ich bin lange weitergelaufen, obwohl ich irgendwie schon gemerkt habe, dass mich das nicht dorthin führt, wo ich hin möchte. Und letztlich ist es dann dazu gekommen, dass sich dort halt was verändert hat in der Firma. Es ist ein neuer Manager gekommen, der mich dann mehr oder weniger ersetzt hat und ich wurde dann gekündigt. Das ist so jetzt die Kurzvariante davon. Also im Prinzip wurde mir gezeigt sozusagen, dass es dort nicht weitergeht. Und für mich war es aber dann im Endeffekt, als das Ergebnis dann da war, auch klar, dass es hat sich für mich stimmig angefühlt, auch wenn ich es total ungerecht fand am Schluss, dass ich dann nicht mehr das Geld bekommen sollte, das arbeitsvertraglich geregelt mir zugestanden hat. Ja. Das war also auch nochmal eine spannende Erfahrung, aber letztlich hat es mich auch befreit, dort loszulassen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist ja genau diese Ungerechtigkeit, die in diesem System steckt, die bei mir so diese Widerstände hervorgerufen hat. Und wahrscheinlich habe ich mich unbewusst innerhalb dieser Zeit, wo ich das gemerkt habe, schon so verhalten, dass da ich vielleicht, ja, dadurch, dass ich mich gegen etwas gestellt habe, was ich gespürt habe, vielleicht auch schon, ja, so Selbstsaboteure aufgebaut habe, damit das vielleicht passiert. Das Und das finde ich auch interessant. Du hast jetzt gerade den Begriff die eigenen kleinen Saboteure genannt oder diese Selbstsaboteure. Kannst du mal erklären, wie du die für dich in deinem Sein
interpretierst? Was, wo tauchen die auf? Wie, ja, wie erkennst du die? Ja, das, die erkennen ist nicht immer so ganz einfach, weil die Selbstsaboteure, das haben die so an sich, dass die sich recht gut verstecken und meistens in Form von irgendwelchen Ego-Aktionen, dass man irgendwie total überzeugt ist, jetzt genau das Richtige zu tun, obwohl man an einer anderen Stelle schon das Gefühl hatte, irgendwie das passt nicht. Und da ist der Arbeitgeber halt ein super Beispiel, weil im Endeffekt habe ich schon in den ersten Wochen gemerkt, das passt im Essentiellen, in dem, was da zugrunde liegt, nicht. Ich habe es aber trotzdem weitergemacht, weil ich halt in dem Fall Geld erfolgsgeil war, wie auch immer. Ich fand es halt super, endlich mal sechsstellig zu verdienen, diese Verantwortung zu haben. Aber im Endeffekt hat mir meine Intuition ganz anfangs schon gesagt, Spatzel, das ist nicht das, was zu dir passt. Und ich durfte es halt dann über diese Zeit dann erfahren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Psychologie. So dieses Thema Spüren. Also ich meine, ja, in unserer Gesellschaft ganz generell, wir haben so viele Angebote, die uns ablenken vom Spüren. Und wenn da halt etwas ist, was unangenehm ist in mir, ein Schmerz, eine Angst, eine Wut, dann tun wir in der Regel viel dafür, dass wir das nicht spüren, weil wer möchte gerne Angst oder Wut oder Schmerz spüren? Freude ja gerne, aber die unangenehmen Gefühle eher nicht. Und das war bei mir halt auch so. Und dann habe ich mich im Prinzip selbst darüber hinweg getäuscht und habe mir halt eingeredet, naja, so schlimm ist es ja nicht und du verdienst da so viel Geld und dann kannst du ja hier mal shoppen gehen und kannst mal dahin fliegen. Das war dann die Ablenkung vor dem Schmerz des sich ungerecht behandelt Fühlens, weil das war ja im Prinzip das, was ich dort gemerkt habe. Ich habe gemerkt, obwohl ich Dinge tue, von denen ich total überzeugt bin, ich baue hier was Tolles auf, ich spreche mit Menschen, ich habe dort Ähnliches gemacht wie jetzt auch in meinem Just Fucking Do It Format, nur halt für einen Arbeitgeber. Ich habe dort ja kontaktet, ich habe mich mit Menschen verknüpft, die in dieser Cybersecurity-Branche ja wichtig waren, die Einfluss hatten, die Rang und Namen hatten, die man einfach kennen musste. Mir hat das Spaß gemacht, weil ich dort eben ja was aufbauen konnte. Aber die Widerstände, die halt dann da aufgetreten sind mit den Interessen des Arbeitgebers, der eigentlich nur am Geld interessiert war, die haben mir halt dann innerlich zu schaffen gemacht. Und ja, das finde ich jetzt wahnsinnig spannend, diesen Aspekt des Betäubens durch den Beruf, also des Selbstbetäubens. Das ist etwas, was mir jetzt auch in dieser Corona-Zeit wahnsinnig auffällt, auch ja gerade in dem Lockdown. Wenn du siehst, wie Menschen um dich herum reagieren, wenn sie auf einmal ihres Alltags beraubt werden, ja, also dieser Alltag, den du ja schon so schön auch beschrieben hast in einer gewissen Form, der dich von dir selbst ablenkt, ne? Diese Hilflosigkeit auch zu spüren an sich selber, aber auch in dem Umfeld, was passiert mit mir? Meine Struktur ist weg, ja, also meine äußere Struktur und wo bin ich und wer bin ich eigentlich, ne? Und kannst du mir mal beschreiben, weil du jetzt ja dich natürlich in der Psychologie sehr, ja, sehr betätigst, ja, Coachings gibst, Gespräche führst. Wie erlebst du diese Zeit im Moment? Was kannst du das bestätigen, auch so aus deiner Wahrnehmung heraus, dass die Menschen jetzt wirklich gerade fast so ins Schlingern kommen irgendwie und sich sehr, sehr schwer selbst finden in dieser Zeit? Absolut, also ich meine, da schließe ich mich selbst auch mit ein. Also wir hatten es vorher im Vorgespräch kurz davon, wo ich auch davon erzählt hatte, so als das losging, als Corona so aufkam, war ich gerade in der Phase, wo bei mir Veränderung anstand. Aber ich war auch in der Phase, wo ich lösungsorientiert gedacht habe, im Sinne von, wie kann ich den nächsten Schritt gestalten? Und ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten gehabt, dass mein Umfeld oder die Gesellschaft sich gerade total verlangsamt hat, während ich eigentlich diesen Impuls hatte, irgendwie was zu bewegen. Und das ist im Moment recht ähnlich. Also eigentlich hat sich das in dem letzten halben Jahr relativ wenig verändert. Das ist das, was mir persönlich auch ein bisschen Sorgen macht, wenn ich jetzt so den Blick auf das Problem lege, weil ich halt schon sehe, dass halt, und das ist ja einfach auch die Grundstruktur der Angst, Angst lähmt. Und gerade wenn es so eine diffuse Angst ist, jetzt in der Psychologie gibt es ja auch sowas wie eine generalisierte Angststörung, Angst vor der Angst. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was einem Angst macht, aber da ist halt irgendwie dieses ungute Gefühl da und dieses nicht greifen können, was es eigentlich ist, was einem Angst macht.
Das lähmt einen halt und drängt einen in alte Muster zurück. Und alte Muster, wenn ich in der Psychologie spreche, was Persönlichkeitsstörungen oder ganz generell einfach psychische Probleme betrifft, in Notsituationen greift der Mensch auf Programme zurück, die ihm früher mal geholfen haben. Ja. Das heißt, Sachen, die in früheren Notsituationen, in emotionalen Notsituationen, die ich benutzt habe, um mit der Angst umzugehen, und da kommt eben die Betäubung wieder ins Spiel, das heißt mich irgendwie ablenken. Und wenn natürlich diese Ablenkung weniger möglich ist im Außen, dann werde ich natürlich, dann spüre ich diese Ängste stärker und muss mich damit auseinandersetzen. Das heißt, was dann passiert ist, ja, ich suche mir andere Möglichkeiten, andere Kanäle, um irgendwie damit umzugehen. Und ja, das ist letztlich das, was wir so erleben und was ich auch erlebe. Und was sind da so die Haupt-Exit-Strategien aus der Angst von Leuten? Kannst du da mal so ein paar Beispiele geben? Das finde ich ganz spannend. Gut, also ich meine, das Ding ist so hauptsächlich, dass es halt unbewusst passiert. Also im Prinzip, wir haben ja dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis, so diesen Mandelkern, die Amygdala, in der halt so unsere emotionalen Erlebnisse gespeichert sind, und das entscheiden wir nicht bewusst, dass wir da etwas abrufen, sondern das ist eben in Situationen, wo wir merken, es geht nicht weiter, da ist eben ein Gefühl von Machtlosigkeit, von Ohnmacht, von Angst, dann greifen wir auf alte Programme zurück und handeln im Prinzip dysfunktional, oftmals, weil das Programme sind, die haben uns irgendwann mal, als wir klein waren, als wir irgendwo, keine Ahnung, ja, wir waren emotional bedürftig, liebesbedürftig zum Beispiel, haben die Liebe nicht bekommen, weil, keine Ahnung, die Mutter nicht verfügbar war. Das müssen ja gar keine großen Sachen sein. Und dann greifen wir halt auf Möglichkeiten zurück, und so ist ja auch, da kommt ja auch diese narzisstische Selbstüberschätzung, das ist ja im Prinzip auch nur eine Methode, um mit diesem Liebesloch umzugehen. Also warum verhält sich ein Mensch so selbstüberhöht? Und da gibt's ja auch aus der Politik spannende Beispiele, die sich dann auf einmal die Maske von der Nase reißen und sagen, ich bin jetzt geheilt, I'm super strong. Und das ist genau dieses Phänomen von überhaupt diesen Realitätsbezug zu verlieren, was eigentlich tatsächlich Sache ist. Also gar nicht, ich kann das gar nicht mehr matchen, was wirklich los ist. Und das ist halt auch das Gefährliche. Ich merke das in dem Moment gar nicht, weil ich denke, so wie ich mich verhalte, das ist richtig. Und das kann dann eben auch ein großer Selbstsaboteur sein, der mich dann daran hindert, jetzt funktional zu entscheiden. Also wenn ich ein flaues Gefühl im Magen habe, weil ich merke, boah, das fühlt sich irgendwie ganz ungut an im Moment, und das hindert mich dann dran, klar zu denken in dem Moment, weil ich irgendwie nur merke, boah, da ist jetzt dieses flaue Gefühl und es drückt und ich möchte es nur vermeiden. Also versuche ich halt irgendwie dem aus dem Weg zu gehen. Es hindert mich aber dran, eine funktionale Lösung irgendwie zu entwickeln, die mich tatsächlich weiterbringen würde, weil ich über dieses Gefühl hinweg müsste. Dazu muss ich mir aber erstmal erlauben, dieses Gefühl auch wahrzunehmen. Und das ist, was man dann in der Psychologie halt auch macht, zum Beispiel in der Erlaubnisarbeit, ja, dass ich sage, da ist jetzt diese Wut, diese Trauer, diese Angst, die ich jetzt wahrnehme, und ja, die darf jetzt da sein, sich das erlauben, dass das jetzt da ist, und nicht sagen, jetzt schalte ich halt die Glotze an und lenke mich mal ab. Toll. Jetzt geht's mir darum, lieber Manuel, du hast ja sozusagen in deinem Werdegang jetzt eben diesen Schritt getan, dass du dich insofern weiterbildest, fortbildest, dass du Menschen genau in derlei Situationen zur Seite stehen kannst. Ja, das finde ich wahnsinnig schön. Jetzt wäre meine Frage. Erstmal, was sind jetzt deine Schritte, oder wie hast du dich jetzt sozusagen weitergebildet von deinem IT-Job weg hin zu diesem helfenden psychologischen Wirken? Was waren da deine Schritte persönlich, bevor wir dann auf deine Tools sozusagen eingehen? Ja, es war sehr spannend. Also ich hatte halt dann nach dem amerikanischen Arbeitgeber erstmal ein bisschen Zeit für mich, um mich zu finden, habe mir ein schönes Leben gemacht, nachdem da noch ein bisschen Geld übrig war. Und irgendwann habe ich dann halt wieder nach einem Job gesucht. Das hat dann alles nicht so geklappt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja okay, das soll wohl anders weitergehen. Da war auch schon diese innere Stimme, die mir gesagt hat, nee, du musst selber was machen. Und ja, dann habe ich gedacht, wirst halt Vertriebstrainer, weil Vertrieb habe ich lange gemacht und mit Menschen arbeite ich gerne. Und ich dachte, ja okay, suchst du mal eine Weiterbildung. Und dann habe ich da so eine Weiterbildung gefunden, die dann da hieß Business Coach und Trainer. Und da wusste ich noch nicht, was Coaching ist. Habe das dann gemacht,
nachdem ja Trainer mit vorkam, ja, und auf einmal war ich dann ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung konfrontiert im positiven Sinne. Man hat uns am Anfang des Kurses schon gesagt, es war ein 4-Monats-Intensivkurs Vollzeit, dass sich bei uns sehr viel verändern wird. Und ich habe mir gedacht, ja, wunderbar, Veränderungen, ja, liebe ich. Wusste aber noch gar nicht, was da so alles sich wirklich verändern wird. Und innerhalb von einem Monat hat sich da schon abgezeigt, dass ich halt ganz viele Dinge auf einmal auf den Prüfstand lege, ob die für mich noch so Bestand haben. Und das ist auch schon genau so ein Prozess, der eben von dem, was ich vorher beschrieben habe, ganz wichtig ist, sowas auf den Prüfstand legen, was wir oft nicht tun, sondern ja, wir machen es halt wieder so, wie es vorher schon mal geklappt hat. Ja, ja, interessant. Und in deiner Arbeit jetzt, wie unterstützt du sozusagen Prozesse dieses Selbstbewusstwerdens? Hast du da einfach mal für unsere Hörer und Zuschauer ein paar Anregungen so aus deinem Erfahrungsschatz, den du mittlerweile hast sammeln können? Also es gibt natürlich nicht den einen goldenen Schlüssel, wo man sagt, wenn man den hat, dann funktioniert alles. Wenn es so einen gäbe oder wenn ich diesem Schlüssel einen Namen geben wollte, dann wäre es im Prinzip wirklich, ja, höre auf dich selbst. Also es ist eigentlich so einfach. Aber das ist ja genau das, was wir halt oft einfach nicht imstande sind zu tun, aufgrund den vorher geschilderten Mechanismen, die dann greifen, die uns eben schützen sollen, den Schmerz, die Wut, die Angst zu spüren. Aber im Prinzip ist dieses Nadelöhr, das ist genau der Weg zur Heilung. Also ich muss halt einmal durch diesen Engpass durch, ich muss das einmal spüren, was da unangenehm ist, was die Unsicherheit hervorruft, damit es dann weitergehen kann. Und das ist ja was, wenn man das dann weiterspinnt, auch in der Psychotherapie tut, dass man eben genau an diese Stelle eben hinguckt. Wo tut's denn weh? Warum tut's weh? Und wo kam das her? Und hat das jetzt überhaupt noch Bestand? Wenn man jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung bleibt, also in dem lösungsorientierten Coaching, im Prinzip ist es recht ähnlich, nur es ist halt auf kleinere Events, auf aktuelle Situationen. Ich habe jetzt eine Prüfung bevorstehen und ich merke halt, boah, ich werde jetzt irgendwie unruhig, ich habe eine Prüfungsangst, dann gucke ich mir halt diesen Engpass an. Und das Wesentliche ist, dass ich eine andere Perspektive bekomme, weil mir selbst eben die Perspektiven fehlen. Jemand anderes, der von außen drauf guckt, der eben nicht diese Angst in dem Moment hat, dann sind wir eben auch wieder bei diesem lähmenden Effekt. Wenn ich jetzt gelähmt bin vor der Prüfung und diese Angst habe, dann sehe ich gar nicht, wie viele Optionen mir eigentlich zur Verfügung stehen, wie ich jetzt dieser Prüfung, wie ich mich auf die vorbereiten kann, dass ich die schaffen kann, sondern ich sehe nur noch die Angst, ich sehe nur noch den Engpass, ich fokussiere mich auf diese Angst und dann ist das beherrschende Gefühl und dann denke ich nur, boah, ich kann es nicht schaffen. Dass ich aber vielleicht noch ganz viel Zeit habe, dass ich Menschen habe, mit denen ich gemeinsam lernen kann, dass ich mir irgendwelche Videos anschauen kann, Bücher lesen kann, was weiß ich, das sehe ich dann in dem Moment alles gar nicht. Oder vielleicht auch, was habe ich schon geschafft? Also auf vergangene Erfolge zurückblicken. Das ist zum Beispiel auch was wir im Coaching machen, dass wir gucken, wo hast du schon ähnliche Situationen in deinem Leben gehabt und gucken, was hast du da gemacht. Aber das Wesentliche ist halt, das nicht in der Kognition, da rufen wir es ab. Das Wesentliche ist aber, dass wir es ins Gefühl bringen, weil das ist ja das Gefühl, ist das, was uns entweder lähmt oder was uns antreibt. Und da habe ich jetzt eine Frage, wenn wir jetzt sozusagen den Blick erweitern, mal auf die derzeitige Situation, die mich halt persönlich gerade sehr beschäftigt. Es ist ja so, dass eben dieses Thema Angst wirklich so global umfassend ist. Und ich frage mich natürlich auch in dem ganzen Aufzeigen von Missständen, von Problemen, wie schaffen wir es auch gesamtgesellschaftlich, auch dieser Angst ja etwas entgegenzusetzen oder ein bisschen diese Angst zu lösen? Diese Enge, ja, hast du da vielleicht Ideen, also auch im Kleinen, wie schafft man es, auch als jetzt Hans Mustermann, ja, der täglich mit irgendwelchen Zahlen zugeballert wird, Infektionszahlen, die steigen und was weiß ich, wie kann man auch diese Angst etwas beiseite schieben, um wieder mehr ins Gefühl zu kommen oder die anderen Gefühle wieder loslassen zu können, ne? Jetzt mal salopp gesagt. Ich meine, der Psychologe in mir, der würde sich natürlich wünschen, dass jeder, der jetzt mit seinen Ängsten konfrontiert ist, jetzt das als Chance sieht, um sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen.
Die Erfahrung sagt da, dass viele Menschen das wahrscheinlich auch versuchen zu vermeiden, weil halt auch ja sowas halt einfach stigmatisiert ist, auch nach wie vor. Was ich persönlich sehr schade finde, weil für mich selber war es die beste Entscheidung, als ich vor 7 Jahren mich entschieden hatte, eine Psychotherapie zu beginnen, weil ich einfach gemerkt habe, ich muss mich jetzt um mich selber kümmern. Und das war damals, als ein Mensch, der mir sehr nahe steht, einfach meine Hilfe gebraucht hat und ich gemerkt habe, ich muss mich jetzt um mich kümmern. Und das wäre mein Appell an jeden da draußen, wenn ich jetzt merke, ich habe einfach Themen, die da aufpoppen, die haben in der Regel gar nichts mit jetzt zu tun, die kommen wo ganz anders her. Und das ist eine Riesenchance, sich das jetzt anzuschauen. Und ich finde allein das, was wir beide tun, was wir gerade hier tun, was du mit deinem Format tust, was ich mit meinem Format tue, was andere Menschen tun, die alternativ über solche Themen berichten, das finde ich ist sehr wichtig, weil das ermöglicht, eine andere Perspektive einzunehmen. Also weg von diesem, ja, ich wache auf mit den neuen Infektionszahlen und ich schlafe ein mit Infektionszahlen, Angst, 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 Angst. Wir müssen aufpassen, es wird bestraft, wenn man keine Maske trägt und so weiter. Das legt ja den Fokus immer wieder darauf, oh Gott, es ist alles so gefährlich und so schlimm und ich muss aufpassen. Und wir wissen es alle nicht genau. Ja. Fakt ist, jeder hat die Chance und letztlich auch die Pflicht, sich selbst zu informieren und für sich selbst zu entscheiden, was lernt er daraus für diese Situation und wie geht er jetzt damit um. Und ich glaube, jede Extremreaktion im Sinne von, ich schließe mich jetzt zu Hause ein und gehe gar nicht mehr raus, ist meines Erachtens genauso schlecht wie eine andere Extremreaktion von wegen, ich halte mich an gar keine Regeln, bin total rebellisch, weil auch der Psychologe wenn ich das jetzt da betrachte, könnte ich das mit verschiedenen Modellen auch ganz genau beleuchten, was da passiert. Letztlich sind es auch wieder alte Muster, die da greifen. Aber die Lösung ist, erwachsen damit umgehen, wirklich zu schauen, okay, was ist denn jetzt im Hier und Jetzt? Wie ist denn tatsächlich die Situation? Und das ist halt schwierig, wenn ich nur meine eigene Perspektive habe. Ich brauche halt ganz viele Perspektiven. Ja, das finde ich wahnsinnig schön. Ja. Und ja, jetzt hast du mir schon so ein schönes Stichwort gegeben zu den vielen Perspektiven. Du hast ja seit kurzem, also seit noch nicht allzu langer Zeit, eben dein Podcast oder Videopodcast-Format Just Fucking Do It, wo du wirklich schon unfassbar viel spannende Menschen interviewt hast. Und ich würde dich mal fragen, kannst du mal so die jetzt mal die ersten Wochen und Monate mal für mich zusammenfassen? Und warum oder wie suchst du dir diese Menschen aus, die du interviewst? Das finde ich auch super spannend. Da muss ich gleich lachen, weil die letzte Frage gefällt mir richtig gut. Wie suche ich mir die Menschen aus? Tatsächlich suche ich mir die nicht aus, sondern ich lasse mich finden, beziehungsweise ich lasse mich von meiner Intuition leiten. Also die Auswahl meiner Gäste ist tatsächlich ein sehr intuitiver Prozess. Hat ganz viel einfach damit zu tun, wie ich so gestrickt bin als Person, aber auch, weil ich merke, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt irgendwie aus dem Kopf heraus entscheide, okay, welche sind jetzt meine Top 10 Gäste, die ich jetzt irgendwie gerne interviewen möchte, wo dann immer noch die Frage ist, kriege ich die auch, ja? Oder ob ich einfach sage, okay, wo bin ich gerade, was ist gerade da, mit welchen Menschen umgebe ich mich in meinem Umfeld und wo ist irgendein Impuls, wo ich spüre, ah, das ist irgendwie interessant. Also ich lasse mich da leiten tatsächlich, nutze alle möglichen Medien, auf denen ich halt so unterwegs bin, Social-Media-Profile hauptsächlich, Instagram, LinkedIn und habe zum Beispiel bei meinem letzten Interviewgast oder beim vorletzten, weiß ich gar nicht, waren halt relativ viele Reaktionen, habe mir auch immer angeschaut, okay, wer reagiert denn da so drauf, habe mir die Menschen angeguckt und wenn ich da dann irgendwas entdeckt habe, was mich interessiert, habe ich halt die Leute einfach kontaktiert und habe gesagt, hey, das sieht nach einer spannenden Geschichte aus und was machst denn du so? Und wenn dann was zurückkam, dann war das für mich der Impuls von, ah, okay, da geht's weiter. Und wenn nichts zurückkam, habe ich das auch gelassen. Also ich habe dann nicht gepusht, so, boah, den muss ich jetzt, weil das ist so toll, sondern dann wusste ich, dass, da geht's nicht weiter. Also ich höre da sehr auf meine innere Stimme und die bringt mir dann letztlich auch meine Interviewgäste. Und so kann es auch tatsächlich dann auch mal passieren, dass ein Interviewgast, den ich schon eingeplant habe, auf einmal wieder rausfällt. Was ich jetzt gerade hatte, wo ich intuitiv schon das Gefühl hatte, nee, das passt eh nicht so ganz. Und es war dann auch so. Also ich konnte dann da auch wieder loslassen. Also es ist ein sehr dynamischer Prozess und ich glaube, das ist auch das, was mir so Spaß macht. Dass das genau so dynamisch
dynamisch entsteht, ist es für mich die Energie auch, mit der ich das mache. Das finde ich lustig, weil jetzt ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen, während deinen Aussagen. Und zwar habe ich jetzt auch mal kurz zu mir geschaut und mir gerade gedacht, eigentlich ist es ja auch was, also im positiven Sinne sehr egoistisches, was wir machen, dass wir durch diese Formate, oder so geht es mir zumindest, das kannst du mir dann mal aus deiner Sicht beschreiben, dass ich das als wahnsinnig bereichernd empfinde für mich selber. Also ich merke, ich komme mit Menschen in Kontakt, die mir wiederum neue Impulse geben können. Und ich frage mich ganz oft, oder ich werde auch ganz oft gefragt, weil ich bin eigentlich hauptberuflich Opernsänger, ne? Habe aber da lustigerweise die Kommunikation mit dem Publikum ganz oft vermisst. Ja, da ist der Abstand zu groß. Und da merke ich jetzt in dieser journalistischen Tätigkeit, die ich halt als zweites Standbein habe und die Fotografie, dass ich da viel mehr interessanterweise mit den Menschen in Kontakt sein kann oder auch ganz gezielt mir Menschen auspicken kann und sagen kann, dich will ich jetzt kennenlernen. Ne? Und merke aber, dass das für mich ja so ein unglaublicher Mehrwert ist. Also es geht letztendlich, merke ich, immer mehr gar nicht darum, dann irgendwie groß nach außen zu gehen damit. Also das ist natürlich ein schöner Side-Effekt, wenn dann auch andere Menschen daran teilhaben wollen. Aber in Summe ist es so, für mich merke ich, wow, ich kriege ganz neue Impulse und Sichtweisen und merke dann auch dadurch eigentlich, wie klein immer wieder, ja, wie klein unser eigener Horizont ist. Wie geht es dir? Ja, also ich habe mich da gerade sehr stark mit identifiziert und habe auch gerade überlegt, wie ich darauf antworte. Also zum einen möchte ich sagen, ich finde es nicht egoistisch. Also Egoismus wäre für mich, ich tue es auf Kosten anderer, das tue ich aber nicht. Habe ich bei dir auch nicht den Eindruck, weil ich bin gerne hier, ich bin freiwillig hier. Mir macht es Spaß, hier zu sein, und genauso wie du deine Perspektive gerade erweiterst, tue ich das genauso. Also es ist was in beide Richtungen wirkt, und damit ist es Selbstliebe. Also ich tue es für mich, du tust es für dich, und damit tun es wir irgendwie füreinander und irgendwie, und das ist das Schöne, damit ist es nämlich ergebnisoffen. Also nicht mit einem Ziel, das muss jetzt so und so sein, damit ich jetzt möglichst viele Menschen erreiche oder möglichst viel Umsatz mache oder was weiß ich was das Ziel halt ist, sondern ich tue es erstmal für den Moment, für mich, ich verbinde mich mit meinem Gesprächspartner, das ist das Gleiche, was ich auch tue. Ich lerne mit meinen Gesprächspartnern jede Woche. Das ist so ein großer Lerneffekt, aber genauso für meinen Gast. Also jeden Gast, den ich bisher hatte, also wenn ich an meinen ersten Gast zum Beispiel zurückdenke, bei dem hat sich jetzt schon so wahnsinnig viel getan, seitdem, wir sind in regelmäßigem Austausch, geben uns Impulse, und eigentlich mit allen Gästen, da entsteht so ein Netzwerk an lösungsorientiert denkenden Menschen, also Menschen, die nach vorne denken, die das Positive sehen, die drüber nachdenken, wie kann etwas funktionieren, und nicht sich sagen, ja, das funktioniert ja eh nicht, und gar nicht erst loslaufen. Und das ist so kraftvoll, weil damit ein Netzwerk entsteht an Menschen, die sich unterstützen auf dieser Reise, die sich gegenseitig tragen im Sinne von der Stimmung, der Schwingung dieses Yes, you can do it Gedankens, der einem dann halt auch in Momenten, und solche Momente kommen in jedem Prozess der Entwicklung, sei es jetzt, dass ich ein Startup gründe, sei es, dass ich an meiner Persönlichkeit arbeite, völlig wurscht, es kommen immer mal Momente, wo ich denke, boah, jetzt geht gerade gar nichts, jetzt hänge ich, jetzt geht's mal wieder rückwärts, jetzt, ja, ich hatte dir heute Morgen auch von so einem Moment erzählt, was bei mir gerade so wirkt, das ist aber normal, das gehört zum Prozess. Und wenn ich mal einen Schritt zurück mache und dann wieder zwei nach vorne, ja, dann habe ich immer noch einen nach vorne gemacht. Jetzt ist die Frage, welchen Blick habe ich? Im Moment habe ich den Blick vielleicht, boah, jetzt geht's zurück. Aber wenn ich die Vogelperspektive einnehme, sehe ich, dass es nach vorne geht. Und da können mir natürlich andere Menschen helfen, die auch diesen Blick haben, dass es geht immer weiter. Das macht dann wieder was mit mir. Das ist eine Energie, die ich mit den Menschen teile. Und ich würde niemanden anziehen, wenn wir auch wieder beim Thema Intuition sind. Wie komme ich zu meinen Interviewgästen? Ich würde niemanden anziehen, der nicht auf dieser Energie, auf dieser Welle irgendwie schwingt. Insofern passt es immer genau zusammen. Ja, es ist sehr, 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 sehr interessant. Und jetzt wollte ich dich noch fragen, was sind denn deine Pläne für die nächste Zeit mit deinem Format, mit deinem Tun, mit deiner Selbstentwicklung? Ja, weitermachen. Weitermachen, also
Wir beide sind ja auch uns begegnet über einen gemeinsamen Kontakt, den Hansi von Bayern, der ja auch schon bei mir im Podcast war, auch ein sehr spannender, polarisierender Gast, der aber auch immer nach vorne denkt und auch ein klassisches Beispiel ist für Menschen, die einfach Dinge machen, wo viele andere sagen, ja, du spinnst ja total, wie soll denn das eigentlich gehen? Und das passt ja jetzt überhaupt nicht, aber in Summe passiert, selbst wenn von 10 Sachen, die da passieren, vielleicht 8 nichts werden, aber 2 irgendwie gehen und 1 wird richtig geil, dann hat sich's gelohnt. Und das finde ich so spannend, eben dieses Weitergestalten und gucken, mit welchen Menschen ergeben sich weitere Impulse, ergeben sich weitere Projekte. Und deswegen finde ich so schön, dass da Hansi uns beide auch connected hat. Und ich bin total gespannt, was sich bei uns beiden ergibt, wie wir unsere Formate auch bereichern können, weil ich glaube, auch wenn es immer der Moment ist irgendwo, der ja was ganz Besonderes kreiert, allein der Austausch und wenn da Menschen dann andocken und sich was rausziehen können, was sie auch in dem Moment bereichert, das ist wahnsinnig wertvoll. Aber wie bei allem Tollen, es kann halt noch toller werden, wenn es halt möglichst viele Menschen erreicht, weil dann einfach der Effekt größer ist. Das kann ich genauso aufs Geld übertragen. Ich kann jetzt ein Geld aus einem narzisstischen Beweggrund irgendwie, dass ich sage, ich möchte möglichst viel haben, um mich selbst zu überhöhen. Oder ich kann sagen, ich möchte viel Geld verdienen, damit ich einfach noch viel mehr Reichweite habe, dass ich mehr investieren kann, dass ich mehr schaffen kann. Und dann hat es gleich eine ganz andere Wertigkeit. Und aus dem Aspekt sehe ich auch meine eigene Entwicklung in allem, was ich tue, in meiner Coaching-Tätigkeit, in meinem Podcast und in Dingen, von denen ich jetzt noch keine Ahnung habe, die aber vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren noch da sein werden. Also darauf freue ich mich. Ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt. Und zum Schluss unseres Gesprächs würde ich dich noch gerne fragen, wo können sich Leute und Interessierte über dich informieren? Ja, ich bin zu finden unter dem Firmennamen Highly Sensitive Life. Das hat sowas mit meinem Hochsensibilitäts-Background zu tun und da ist der Just Fucking Do It Podcast ist eben ein Projekt. Das heißt, man findet mich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen unter Highly Sensitive Life, also YouTube, Facebook, Instagram und Co. Ich habe auch eine Webseite, highlysensitive.life und bin immer gespannt, wenn eben sich Menschen bei mir melden. Ich freue mich immer auf Inspiration, auf neue Impulse, auf Kooperationen, auf Menschen, die sagen, boah, mit dem möchte ich gemeinsam was machen, mit dem möchte ich gemeinsam wachsen. Ja, das treibt mich an. Super, also ich werde natürlich die ganzen Informationen in den Shownotes verlinken, sodass dann sehr leicht der Zugang zu dir gefunden werden kann. Und ich danke dir jetzt schon mal ganz, ganz herzlich für dieses kurze, aber wahnsinnig schöne Gespräch. Und ja, ich bin gespannt, was sich in Zukunft alles so ergibt. Absolut, lieber Thomas. Ich danke für die Einladung, auch für das Gespräch. Und ich bin ganz gespannt, was sich bei uns beiden an Synergien noch weiter ergibt über das Interview hinaus, was die Podcasts betrifft. Da dürfen die Menschen, glaube ich, gespannt sein. Ich glaube auch. Ich danke dir. Danke dir.